Okay, ich muss... Also anscheinend bringt pures Töten nichts, aber ich kann zumindest hier schon mal 2500 Jahre lang... Nee, 2500 Jahrhunderte vermochten es nicht, diese Kristallsplitter stumpf zu machen, die von verzweifelten Schar während des kataklystischen großen Feuers herabgerufen wurden. Mit diesem Ort der Macht Zwiesprache halten. Ach toll. Ja, da muss ich wohl erstmal hinlaufen. Dahin muss ich wohl. So. Und da muss ich mal gucken, wie ich das hier machen soll, weil das Töten bringt anscheinend nichts. So. Toll, dass ich das jetzt auch mal rausfinde. Hier Erdinventar, muss ich die vielleicht töten? Na, muss ich? Muss ich die töten? Ich weiß es nicht. Vielleicht bringt das ja was. Ich guck mal. Ich probiere es einfach mal. Kann er nicht schaden. Ja, okay, wir könnten sterben, theoretisch, aber ich glaube daran eher nicht. Ich meine, guck dir den nochmal an, der tut doch nichts. Der Erdelementar. Da kann man nicht mal nennenswert Lebenspunkte abziehen. Mann, die sind alle so low und der Aussichtspunkt ist natürlich total schwierig platziert. Den wüsste, da muss der richtig, na toll. Da muss der richtig suchen, um erstmal den zu erreichen. Das ist ja richtig schön. Ach Mann. Na gut. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Wartet mal. So, lecker Wasser. Kann ich nur empfehlen. Schmeckt echt lecker. Wenn ich schon Schleichwerbung machen darf, dann für Wasser. Ja. Oh, 5 von 5. Haben wir alle Aussichtspunkte. Yeah. Hm. Und wir haben... Oh, oh, was? Schon 81%. Krass, wie schnell das geht. Es fehlen eigentlich nur noch 4 Sehenswürdigkeiten und... zwei Wegmarken und 4 von diesen Aufgaben. Herzen. Keine Ahnung, wie die heißen. So. So. Okay. Na dann. Wollen wir mal einfach weiterlaufen, würde ich sagen. Und zwar, Und zwar hierhin, um mal zu gucken, was ich überhaupt machen muss. Hallöchen, gelehrter Olen. Oh, Entschuldigung. Misch diesem dreckigen, zweibeinigen Flohhaufen auf. Ich war gerade am Proben sammeln, als ich von Grawlin angegriffen wurde. Mein Golem konnte mich nur bis hierher begleiten, bevor er zusammenbrach. Aber die Rache wird mein sein. Wie lautet euer Plan? Um die Grawle dazu zu bringen, von dem Kristall, den sie Schweif des Sterngottes nennen, abzulassen, werde ich sie glauben machen, ihr Gott sei ein Rabe. Die Idee kam mir, als ich Joas Verwandlung sah. Ein Rabe? Ist das nicht ein gewöhnlicher Vogel? In der Tat. Ich habe eine brillante Illusion erfunden, die euch das Aussehen eines kleinen Raben verleiht. Was sagt ihr dazu? Seid ihr dabei? Was soll ich denn tun? Sobald ich die Illusion von auf euch gewirkt habe, auch schön übersetzt, sobald ich die Illusion auf euch gewirkt habe, begebt euch zum Schweif des Sternengottes und vertreibt die Grawler aus der Gegend. Tötet sie, zertrümmert ihre Sachen, verursacht Chaos. Ihr könnt sogar echte Raben anlocken. Fahrt nur fort. Wirkt die Illusion auf mich? Achso, wirkt die Illusion auf mich. Excelsior, ihr sollt sie haben. Ihr seid frei, so viel Chaos und Zerstörung anzurichten, wie ihr wollt. Und dann noch etwas mehr. Seid ihr sicher, dass das funktioniert? Die Quale sind ignorant, aber selbst wenn sie euch nicht huldigen sollten, werden sie verschwinden und das allein soll mir recht sein. Die Verwendung der Rahmenillusion wird euch die Abtei vor den... wird auch die Abtei vor den Gegenmaßnahmen der Quale beschützen. Verstehe. Zeit anzufangen. Okay. I believe I can fly. Ich bin natürlich ein Rabe und kann nicht fliegen. Wie toll. Ach Mann, das wäre so schön gewesen, wenn ich jetzt einfach fliegen könnte. Frei wie ein Vogel. So, was kann ich denn hier machen? Verkrüppelnder Schwinger. Muss ich jetzt einfach... Kreischen? Okay, aber das bringt ja gar nichts. Was ist das? Schießt auf das Ziel herab vor allem. Ich bin da nicht mal oben irgendwie, dass ich da... Na egal, was kann ich jetzt hier machen? Toll. Aber ich töte die doch einfach nur, ne? Krass. Hm. Na gut. Mach ich mal irgendwas mit den Vorräten, würde ich sagen.
Fliegen! Ich kann nicht fliegen. Ich bin ein Rabe und kann nicht fliegen. Ernsthaft. Ist ja toll, wenn ihr das Fliegen nicht implementieren wollt, aber dann verwandelt mich nicht in einen Raben, der nicht fliegen kann. Was ist das denn für ein Quatsch? Hilfe! Ja, so viel zum Thema, sie würden mich vergöttern hier bestimmt. Ups. Kreischen! Und was bist du? Zerfetzende Krallen? Hilfe! Mann, ach wie scheiße. Wie scheiße ist das denn hier so? Warte mal. Okay, warte. Ich mache jetzt einfach irgendwas. Ich weiß nicht, was ich hier drücken muss. Ich kenne mich doch damit nicht aus. Na, wartet ihr. Sterbt. Ha! Sterbt, ihr elenden Bastarde. Bastardos, ihr sterbt jetzt. Los. Sterbt, ihr Grawler. So, jetzt sterbt. Hallo. Hallo, sterben, das wäre toll. Also nicht ich, sondern die jetzt hier. Weil ich bin nämlich sonst bald tot. Und ich werde immer noch angegriffen von noch einem Grawl-Berserker, so ein Scheiß. Mann, jetzt bin ich auch noch... Was bin ich denn für ein Rabe? Das ist ja schlimm. Mann! Komm schon. Komm schon, ich will hier nicht sterben. Ich bewege dich doch mal. Hallo? Hallo, bewegen? Der bewegt sich nicht vorwärts. Wieso tut er das nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Wall Focus? Was mache ich damit? Ich kann es gar nicht aufheben, weil ich ein Rabe bin. Natürlich. Ist doch klar. So. Dann würde ich mal sagen, ich benutze mal... Oh, was ist denn hier passiert? Ich kann es auch nicht wiederbeleben, weil ich ein Rabe bin. Scheiße. Ach Mann. Ist ja blöd. Na gut. Grawl Berserker. Stirb. So, hier CND ist auch ein toller Kreik-Danun. Nee, Kreik-Nadun. Was ist das für ein Gildenname? Komisch. Na gut. So. Was ist denn hier? Oh, Vorräte. Ha, kaputt. Warum kann ich die nur als Rabe zerstören? Das verstehe ich nicht. So. Rabe. Raben-Power. Ach ja. So. Schön. Vorräte zerstören. Ich liebe das ja. Noch mehr Vorräte? Da sind noch mehr Vorräte. Ha, noch mehr Vorräte. Ein Wall-Plünderer. Plünderer? Plünderer, natürlich. So, Sturzangriff. Oh, ups. Das ist seltsam. Ich bin so weit weg, weißt du? Ach. Liebe Entwickler. Guckt euch das doch mal bitte an. Ich bin 2 Meter von dem weg und hau den trotzdem. Als Rabe, natürlich. So. Was? Einer von den 3 Drachen? Die reden hier schon wieder über Drachen. Fliegt hier ja eigentlich immer einen Drache rum. Wann ist der denn bekämpfbar? Okay, so alle paar Stunden, dass der gelandet ist. Achso, der landet alle paar Stunden. Okay. Verstehe. Boah, was bist du? Ein Erdelementar. Der jetzt gleich vertrieben wird. Warum kann ich die nicht als normaler Char töten? Warum muss ich das als Rabe machen? Verstehe ich nicht. Ich glaube, der Questgeber ist ein bisschen seltsam. Na gut. Was willst du machen? Ist halt ein Asura, ne? Der ist schon wieder total rassistisch hier. Ja, wie kann man in einem Spiel eigentlich rassistisch sein? Natürlich kann man das, aber... Ist ja nicht böse. Ich bin ja ein Char. Ich muss das ja sein. So ist ja Rollenspiel, ne? Ich bin ja im echten Leben nicht so... Ich habe nichts gegen irgendwelche Randgruppen oder Nicht-Randgruppen oder generell gegen irgendwelche anderen Menschen. Ich hab eigentlich so wenig gegen andere Menschen, dass ich... Ja, ich weiß nicht. Tja. Ich könnte irgendwie nie jemandem so wirklich böse sein. Außer meinen Eltern. Oh, mein Rucksack ist voll. Ich kann ja mal Sammelgegenstände lagern, hallo? Sammelgegenstände. Ah, wunderbar. Wie viel das waren? Ah, Post habe ich jetzt. Nein, ich möchte zurück. So. Excelsior. An Escor von Gelehrter Olen. Für eure Hilfe gegen die Grawler sind wir euch zutiefst dankbar. Diese Spatzenhörner jammern immer noch wegen des Kristalls des großen Feuers. Aber ich habe mit dem größten Vergnügen zugesehen, wie ihr mit ihnen umgesprungen seid. Also danke dafür, Gelehrter Olen. Olen, 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 Olen. Lalalala, Olen. So, wo ist denn, vertreibt die Grawler? Das ist...
angeschlagener Spieler. Oh, warte. Ein angeschlagener Spieler, den helfen wir doch gleich mal. So, da siehst du. Oh, Event war erfolgreich. Ach, cool. Und er sagt danke. Warte. Ist das richtig? Kein Problem. Oh, ich kann hier nicht tippen mit dem Mikro. Problem. Das Mikro ist im Weg. So. So, na gut. Wo muss ich jetzt denn hin? Ich weiß noch nicht so ganz. Ich schau mal, vielleicht hier unten. Oder auch nicht. Ich gehe mal hier unten hin. Da ist nämlich noch nicht entdeckt. Noch nicht aufgedeckt. So, mal sehen, was uns dort erwartet. So. Ach, wieder Gegner überall. Verdammt. So, ich... Nein, lasst mich in Ruhe, lasst mich! Ich will doch nur durchlaufen. Warum geht die FPS jetzt hier runter? Hallo, liebe Festplatte. 30 FPS. Na, 27 sind es jetzt. Komisch. Ich hätte doch eigentlich so partitioniert, dass er genau das nimmt, wo er schnell ist. Komisch. Seltsam. Na gut, es geht aber eigentlich jetzt. Ja, ist nur nicht kritisch. Vielleicht muss ich die Partition noch kleiner machen. Wäre natürlich doof. Dann passt da noch weniger drauf. Andererseits, naja, was willst du machen? So. Ein Felsblock ist hier. Jetzt sind es wieder 30 FPS. Komisch. Okay, dann geht's wohl doch. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was da los ist. So, hier habe ich jetzt... Nee, da habe ich nicht alles entdeckt. Da fehlt nämlich noch ein Stück. Hier vom Drachenbrand. Das habe ich noch nicht entdeckt. Warte. Warte, da gehe ich gleich mal hin, ey. Naja, da gehe ich hin, ey. Da bin ich gut. Da gehe ich da hin. Ja, so. Ach ja, hier wieder Assi-Dings. Das ist auch schön. Diese Assi-Sprache. Ich weiß nicht. Warum benutze ich die eigentlich? Keine Ahnung. Um das zu parodieren wahrscheinlich. wo bin ich? Hier ist ja gar nichts. Toll, das ist ja wirklich gar nichts. Krass, was ist denn das? So ein Riesengebiet ohne gar nichts. Also ohne irgendwas. Dafür aber mit nichts. Das ist ja auch schon mal was. Keine Ahnung, was ich da wieder laber. Ich muss auf jeden Fall mal... Wo bin ich eigentlich? Wo muss ich hin? Hier oben war, glaube ich, noch irgendwas, wo ich noch was entdecken musste. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Warte mal, hier war noch irgendwo eine Sehenswürdigkeit, die ich noch nicht entdeckt hatte. So, hier oben war sie nicht. Es war in der Nähe von der Wegmarke. Warte, hier war das. Das war noch. Ach, hier oben war das. Genau, noch ein Stück weiter oben. Okay, hier geht's nicht. Da ist, glaube ich, das Ende vom Gebiet, oder? Ich weiß es nicht. Hier irgendwo, hier oben war das. Genau, da gehe ich jetzt einfach mal hin. So. Und schau mal, dann hole ich mir nochmal die eine Sehenswürdigkeit da. Wieso habe ich die nicht entdeckt? Mann, jetzt muss ich mich da extra hin teleportieren. Ist doch scheiße, habe ich das Geld genommen? Ja, gut. So. Wegmarke, Quatsch. So, nicht Wegmarke. Jetzt haben wir jetzt 84% haben wir jetzt schon. Was fehlt denn eigentlich? Wo fehlt denn eigentlich noch was? Nein, da will ich nicht hin. Warte. Wo fehlt denn noch? Hier fehlt noch was. Da unten fehlen noch welche. Also hier unten, da fehlt noch was, aber ansonsten... Ach, hier hinten noch. Natürlich. Natürlich, da fehlt noch einiges. Aber sonst... Dann gehe ich jetzt erstmal hier unten hin und mache mal das hier, würde ich sagen. Und die beiden. So, nehmen wir mal diese Wegmarke wieder. So, Flammenkampfstöppe. Ach schön, jetzt habe ich schon wieder mich so viel... herumteleportiert und... na toll. So. Okay. Na gut. Dann muss ich jetzt hier unten hin. Warum habe ich das noch nie gemacht? Noch gar nicht gemacht. Komisch. Dabei ist das doch eigentlich auf dem Weg. Krass. Also so weit war es jetzt nicht weg von allen anderen. Wahrscheinlich habe ich was anderes zuerst gemacht. Ich weiß es nicht. So, was ist denn hier überhaupt? Helft dem Dorf Ferusato beim Fischen und beim Kampf gegen die Separatisten. Beim Fischen. Ach Mann, ich bin doch kein Fischer. Muss ich noch Kaugummi essen als Fischer. Weißt du? Diesen einen Kaugummi da. Ihr wisst schon, welche ich meine. Ne? Ist doch klar. So, heute wieder Tag der Schleichwerbung irgendwie. Ich weiß auch gar nicht warum. So. Kann ich vielleicht auch was verkaufen? Zum Beispiel zumindest schon mal den Schrott. So. Das ist ja auch schon mal was.
Und da muss ich mal gucken, ob ich irgendwas anlegen kann. Was habe ich denn hier? Diddy hier. Ein Langbogen. Nee, will ich nicht. Was bist du? Nee, will ich nicht. Dich. Ja, muss ich eigentlich anlegen. Ja. Wobei ich eigentlich das Schwert nicht austauschen will. Was bist du? Ja. Jetzt habe ich wieder einen Hammer. Ach komm, egal. Habe ich mal wieder einen Hammer. Der ist ja auch nicht schlecht. Oh, oh, nicht schlecht. Warte, Schulterschutz und... Oh, noch besser. Na toll, noch besser. Gerade ausgetauscht, verdammt. So, was bist du? Genauso gut. Exakt das gleiche sogar. Das ist natürlich sehr schlau. Was habe ich denn hier noch? Habe ich hier noch was, was ich vielleicht... Ach, die Truhe kann ich nur öffnen mit dem Schlüssel, den ich gerade nicht dabei habe, natürlich. Praktischerweise. So, kann ich irgendwas wiederverwerten? Was haben wir denn hier? Das nicht. Das hier nicht. Das kann ich wiederverwerten. Das kann ich öffnen. Leckerchenbeutel und ansonsten, das kann ich weghauen. So. Was bist du? Wiederbelebungs... Das kann ich auch nochmal öffnen. So, da kann ich nochmal Sammelgegenstände lagern und hier nochmal wiederverwerten. Warte, und hier. Und ansonsten war es das jetzt, glaube ich. Ja. Und dann kann ich mal ein bisschen verkaufen. Warte, habe ich jetzt irgendwas bekommen? Nee, Klaue, Fangzahn, Lederstücke, nee. Okay, ich verkaufe einfach mal. Halt Dinge verkaufen. So, Kurzbogen brauche ich nicht. Den Bogen brauche ich auch nicht. Das brauche ich 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 nicht. Brauche ich nicht. Und brauche ich nicht. So, endlich wieder mehr Platz. Habe ich mehr Platz? Was haben wir denn hier? 5. Doppelklicken, meine Geschwindigkeitsverstärkung brauche ich jetzt auch nicht. Eine Farbe. Ach cool. So, habe ich die Farbe erlernt? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ihr habt diese Farbe bereits freigeschaltet. Na wunderbar. So, was bist du? Eine Wiederbelebungskugel. Gut. Haben wir das Inventar auch ein bisschen gefüllt. Geleert natürlich. So, dann machen wir mal hier weiter, würde ich sagen. So, hatte ich das hier eigentlich schon... Nee, das hatte ich noch nicht abgeschlossen, oder? Nee, natürlich nicht. Hier fehlt ja noch so viel. Ach Gott. Na toll, da fehlt ja auch noch mal was in dem Gebiet. Ach, wie toll. Da muss ich noch so viel machen in diesem Spiel. Muss ich die hier töten, die Lindwürmer? Ich guck mal. Da ist ein Fisch, was auf jeden Fall. Ach ja, ich habe ja nicht mehr den Ansturm. Scheiße. Jetzt muss ich die wieder umgewöhnen hier. Ach, du Heilige. Jetzt habe ich nicht mehr die gewohnten Fähigkeiten. Das ist ja blöd. Das ist doof. So, warte, so. Mach ich das mal und das. Na, so wenig Schaden macht der eigentlich gar nicht. Der Hammer. Wobei ich Großschwert eher mag. Also mir gefällt das Großschwert besser. Muss ich leider mal so sagen. So, Fischfass. Kleines Fischernetz. Ah, habe ich denen geholfen? So, was mache ich mit dem Fischfass? Ich weiß es nicht. Fisch anbieten? Verlockung? Hä? Was soll ich damit? Keine Ahnung. So. Salamander, Lindwürmer muss ich zumindest nicht töten, aber ich kann ja mal auf diese Fischernetze hier klicken. So. Okay, hier ist auch nochmal ein Fischernetz. Das ist hier, das ist von Vodafone, das ist das Fischernetz. Das ist ein eigenes Netz, weißt du? Da können die besser kommunizieren. Nee, weiß ich nicht. Hier kann ich einfach durchlaufen, interessanterweise. So, warte, hier ist noch ein Netz. Netz, interagieren. Hallo? Hallo, so. Warum habe ich eigentlich einen Fisch? Keine Ahnung. So, kleines Fischernetz. Und hier ist auch nochmal eins. So. Und toll, kann ich jetzt eigentlich wieder zurück und nochmal mit denen interagieren? Oder geht das jetzt nicht mehr? Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Okay. Gut, ich dachte schon. Wäre jetzt auch ein bisschen seltsam. Gut, wo sind eigentlich die Separatisten, die ich ja auch noch töten soll? Die müssen ja auch irgendwo sein. Elixier der Helden brauche ich nicht. So. Separatisten, wo seid ihr, ihr Unholde? Ihr werdet nicht dieses Dings besudeln. Hm. Oder diese Welt besudeln, keine Ahnung. Ich werde euch töten. Hier sind die gar nicht. Ich ist schon wieder. Ist das nächste schon wieder? Ach du Scheiße. Nee. Doch, hier ist gleich das nächste. Toru Sausefaden brauche Hilfe. Und hier ist das vom Dorf. Krass. Ich würde sagen, ich mache das mal beim nächsten Mal weiter, oder? Was meint ihr? Ja, ist, glaube ich, ganz gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, bitte mal die anderen Videos gucken. Könnt ihr ja mal tun vielleicht. Ich weiß es nicht, wenn ihr es wollt.
und vielleicht auch mal drüber nachdenken, mich vielleicht zu abonnieren oder das Video zu kommentieren oder gut zu bewerten, ne? Und dann auf jeden Fall würde ich jetzt mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.